So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier vom See in Böckingen. Ja, die Adler, vier Endspiele, noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Heute zu Gast der Türksport, Neckarsulm, natürlich nicht gerade der einfachste Gegner, aber die haben eigentlich auch nichts mehr zu verlieren. Saisonziel verpasst. Schauen wir mal, was sie heute hier am See abliefern. Dieses Event wird präsentiert von Preavaris, ihrem Institut für professionelle Ernährungsberatung und Prävention. Medizinisch begleitet. Mehr Informationen unter preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, ARTA, ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte, Fußball im BW und Johnny's Sportbar Schulgasse 3 in Heilbronn. Hier gehen wir rein ins Spiel. 10. Minute, erste Möglichkeit für den FC Union Heilbronn. Ja, vielleicht haben die 3 Punkte letzte Woche der Sieg gegen Nordhausen gut getan. Und man kann heute hier ein bisschen befreiter aufspielen. Ball zurückgelegt auf Oktay Erdem. Der zieht ab und erste Mal Parade von Harun Özdemir im Tor von Türkspor. Gute Möglichkeit, so beginnt es gar nicht schlecht für den FCU. Dann aber in der 17. Minute Angriff von den Neckarsulmern. Schön gemacht hier von Sesi Demiral. Und dann der Abschluss. Aber auch Aaron Bonis ist hier da und kann diesen Ball halten. Eckball in der 23. für die Gäste. Situation eigentlich schon geklärt. Dann kommt der Ball nochmal rein. Und wieder Bonis. Dieses Mal pariert er den Ball von Arthur Fritz. Ja, könnte durchaus schon 1:1 stehen, aber so geht es weiter mit 0:0 hier am See. Dann das nächste Ding, da geht einer durch in den Strafraum, an allen vorbei, kommt dann zu Fall. Ja, entweder war es der Patrick Rapp oder Kamdem Mabu. Auf jeden Fall gibt der Schiedsrichter sofort 11 Meter und Kamdem bekommt hier die gelbe Karte. Antreten wird alter Bekannter Dennis Widek gegen Aaron Bonis. Ja, und Widek mit links lässt Bonis überhaupt keine Chance. Absolut platzierter Elfer zur Führung für Türkspor Neckarsulm. Das Ganze in der 30. Spielminute. Ja, wie gesagt, mit Rückständen kann der FCU eigentlich in dieser Saison relativ gut umgehen. Die konnte man dann doch immer wieder mal wettmachen. Bloß hat es dann in der Schlussphase oftmals nicht gelangt, das Spiel doch noch für sich zu entscheiden. 35. Minute, so wirklich viel war nicht los am See. Wieder eine Möglichkeit für die Gäste. Und da haben sie gut aufgepasst. Patrick Rapp, gute Stellungsspiel, verhindert hier die Erhöhung auf 2:0. Dann wieder der FC Union Heilbronn. Wieder mit Oktay Erdem und erneut Harun Özdemir. Die beiden zum zweiten Mal im Duell und wieder Özdemir der Sieger. 38. Minute, nächster Angriff. Der Neckarsulmer schön reingespielt. Dennis Widek kommt und macht sein zweites Tor am heutigen Tag. Herrlicher Pass hier auf ihn. Und ja, da hatte Bonis keine Chance. Toller Treffer von Widek. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Auch wenn es aus Heilbronner Sicht natürlich nicht so schön ist. Fast wäre Bonis noch dran gewesen, aber ja, ganz abgekocht. Dennis Widek 2:0 für Neckarsulm. Dann sind wir schon in der Nachspielzeit. Passiert nichts mehr mit dieser Führung für Türkspor Neckarsulm. Geht man in die Pause, es wird immer enger für den FC Union Heilbronn. Langsam sollte man punkten hier im viertletzten Spiel vor Ligaende. Aber natürlich mit Türkspor Neckarsulm einen harten Gegner. Und dann hier dieser Fehler direkt nach 10 Sekunden nach dem Wiederanpfiff aus der Außenbahn der Mitte. Arthur Fritz und erhöht sofort auf 3:0. So etwas wie die Vorentscheidung am See. Gerade mal 20 Sekunden gespielt in der zweiten Halbzeit. Welch ein Fehler hier im Aufbauspiel. Man hatte selbst Anstoß und bekommt nach 20 Sekunden das 0:3. Bitter, bitter. Hatten wir erst einmal dieses 0:3 Rückstand. Das war in Bad Wimpfen. Konnte man dann irgendwann nochmal ausgleichen zum 3:3. Bekam dann allerdings in der Schlussphase das letzte Tor. Dann wieder Möglichkeit für den FC Union Heilbronn. Knapp vorbei dieser Ball. 9 Minuten gespielt, knapp 10 in der zweiten Halbzeit. Der FC Union kam jetzt etwas stärker. Türkspor Neckarsulm war sich sicher, das Ding ist hier durch. Und ja, schaltet den Gang runter. Wieder Oktay Erde macht heute ein sehr, sehr gutes Spiel. Dann aber auch diese Chance vergeben. 59. Fehler
von Türkspor Neckarsulm im Aufbau. Wieder Erdem Oktay. Schussversuch geblockt. Nochmal die Möglichkeit, aber auch hier wird nichts draus. Und wir haben jetzt mittlerweile schon eine Stunde gespielt am See. Ein paar Sekunden später Abschlag vom Tor von Harun Özdemir. Und gut aufgepasst von Aaron Bonis, kam hier raus und konnte so diesen Konter abfangen. Wieder eine Minute später, erst ging Schlag auf Schlag hier am See. Dieses Mal der FC Union Heilbronn. Und wieder der gleiche Protagonist, der sich hier schön durchsetzt. Aber auch das bleibt ohne Torerfolg. Wieder was auf der anderen Seite. Ja, so ab und zu ging noch was. Ansonsten hatten die Neckarsulmer schon einiges runtergefahren. Merken wir auch an diesem Schüsschen hier direkt in die Arme von Bonis. Dann Rückpass zum Torwart von Türkspor Neckarsulm. Oktay Erdem passt hier gut auf, nutzt den Fehler aus. Der Torwart hätte den Ball wegspielen müssen, macht er nicht, wollte den Heilbronner Stürmer ausspielen. Und der nutzt es eiskalt aus. Oktay Erdem mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 für den FC Union Heilbronn. Schauen wir uns nochmal an, nachdem Aaron Özdemir so fantastisch gehalten hatte. Hat er hier diesen Patzer und der Anschlusstreffer für den FCU. Noch 23 Minuten zu spielen hier am See. Ja, weiter geht's in der 74. Minute. Schön durchgesetzt hier, dann der Pass doch etwas zu lang. Aber der Adler kann sich behaupten, gibt den Ball zurück zu Olivieri, der in die Mitte. Und da steht er wieder, Oktay Erdem macht das 2:3, 17 Minuten vor Ende der Partie. Nochmal die Hoffnung für den FC Union. Ja, er war heute der Mann des Tages, Oktay Erdem, an allen Situationen der Adler beteiligt. Und jetzt sind sie auf einmal wieder dran. Nur noch ein Tor, das sie aufholen müssen. Ja, und Wiesalisch, die Neckarsulmer, hat ein bisschen runtergefahren nach diesem 3:0 Vorsprung. Und da ist es ja unglaublich schwer, nochmal hochzufahren, hier nochmal alles zu geben. Ein paar Minuten später, nächste Möglichkeit, wieder der FC Union Heilbronn nach einem Eckball. Wir sind in der 79. Minute. Ball kommt rein, Patrick Rapp macht den Ausgleich, Sensation hier nach 0:3, der Ausgleich für den FC Union Heilbronn, 12 Minuten vor Schluss, Patrick Rapp vor zwei Spielen zum Kader des FCU dazugestoßen, jetzt hier kopfballstark, wussten wir, macht hier den Ausgleich gegen die Neckarsulmer. Ja, Sensation kann ich nur sagen. Jetzt hat man den Punkt, den hat man schon ein paar Mal gehabt irgendwo. Auch gegen Wimpfen hat man das ausgeglichen. Jetzt heißt das Ding noch irgendwie nach Hause fahren, zumindest den Punkt mitzunehmen. Oder legen wir vielleicht noch einen drauf. Schauen wir mal, was noch passiert. Dieses Mal Flanke von Erdem. Aber da kommt der Keeper raus und kann den abfangen. Ja, und das war's dann hier am See. Schiedsrichter wird gleich abpfeifen. 3:3 endet zum Schluss die Partie. Der FC Union damit raus aus dem Relegationsplatz. Allerdings noch ein sehr, sehr schweres Restprogramm. Nächste Woche geht's weiter. Wir freuen uns drauf. So, bei mir hier Co-Trainer von Türkspor Neckarsulm, Mesut Güngör, nach dem Spiel. Mesut, das Spiel hat eigentlich ganz gut angefangen. Ihr habt 2:0 geführt zur Halbzeit, habt dann auch relativ schnell das 3:0 gemacht. Nach, glaube ich, 20 Sekunden. Was ist dann passiert, dass ihr es noch aus der Hand gegeben habt? Also wir haben gut angefangen, haben relativ zwei schöne Tore gemacht. 1:0 durch Elfmeter, 2:0 schön rausgespielt. Nach der Halbzeit gleich das 3:0 gemacht, eigentlich ein sicher geglaubter Sieg. Wir haben einfach abgeschaltet und einfach viel zu viel zugelassen. Und ja, das war eigentlich ein Missrat, eine zweite Halbzeit von unserer Seite aus. Deswegen ein verdienter Punkt für die Union. Ja, jetzt können wir vielleicht sagen, dass das Spiel so ein bisschen symptomatisch für die Runde ist. Die erste Halbserie war der Dritter, jetzt in der zweiten Halbserie Tabelle 13er, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Nee, 17. Nee, ich meine nur für die Rückrunde-Tabelle gesehen. Ja. Ja. Insgesamt 7. genau. Ja. Ist das heute so das Spiel gewesen, was den Saisonverlauf praktisch widerspiegelt? So ein bisschen, ja, genau, das ist genau das, was widerspiegelt. Wir haben viele Verletzte, viele Ausfälle. Wir müssen eigentlich einige Positionen müssen wir kompensieren. Uns fehlen 6-7 Stammspieler, die ja auch in der Vorrunde dabei waren, die jetzt nicht dabei sind in der Rückrunde. Wir kämpfen halt mit dem Personal. Wir haben Personalnot.
Deswegen sind wir froh, dass wir in der Vorrunde unsere Punkte gesammelt haben und versuchen jetzt eigentlich noch Schadensbegrenzung zu treiben und die Saison einigermaßen abzuschließen. Alles klar, wünsche euch weiter viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. So, bei mir nach dem Spiel Oktay Erdem vom FC Union Heilbronn, doppelter Torschütze. Ja, Oktay, was war heute los? Erste Halbzeit so wegen Verschlafen, auch kurz nach der Pause direkt 3-0 kassiert. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr auf einmal diese Comeback-Qualität gezeigt habt und nochmal zurückgekommen seid? Ja, am Anfang waren wir nicht da und dann mit Teamgeist bewiesen und dann alle zusammen draufgepresst und haben unser Tor halt gemacht, so wie es halt im Fußball ist. Ja, auch du, sag bitte was zu deinen zwei Tore. Ja, war viel Glück mit dabei, aber am Ende war halt der Ehrgeiz da, dass wir den Bälle in den Kasten reinhauen. Und, ja. Ja, weil ihr hattet ja doch schon einige Torchancen, aber so ein bisschen hat man die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die letzte Konsequenz gefehlt hat. Und ja, da gehört auch Glück mit dazu. Also am Ende war der Glück dabei, aber nicht zum Sieg gelangt. Alles klar, und dann die nächste Woche jetzt. Seid ihr nächste Woche, glaube ich, in Wüstenrot. Dann habt ihr noch der SV Heilbronn. Und dann kommt vielleicht das Endspiel gegen SG Meimsheim-Brackeheim. Wie motiviert seid ihr jetzt für die letzte Woche, um 9 das Punkte, zu packen? Natürlich. Also du bist da optimistisch, dass ihr alles gewinnen wollt. Alles klar, und wünsche euch da viel Erfolg. Danke. Are you ready? Showtime.